Hallo liebe Leute hier auf YouTube und herzlich willkommen zum Einführungskurs Magix Video Deluxe 2017. Ja, ich habe schon mal ein Einführungsvideo zum Magix Video Deluxe 2016 gemacht, aber ich möchte jetzt mal eine kleine Reihe starten, in der ich einfach den Anfängern, die noch gar nicht wissen, wie das Programm funktioniert, mal die Basics von Magix Video Deluxe 2017 erkläre. Natürlich werden die fortgeschrittenen Tutorials weiterhin nebenher laufen, also keine Sorge, ich wünsche euch viel Spaß. Wenn wir Magix Video Deluxe 2017 das erste Mal öffnen, erblickt uns genau dieses Fenster hier. Wir können ein vorhandenes Projekt laden oder wir können ein neues Projekt erstellen. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich habe dem Ganzen schon mal den Namen Projekt gegeben. Ihr könnt hier in diesem Feld einfach dem Projekt einen beliebigen Namen geben. Dann könnt ihr automatisch Proxy-Dateien erzeugen. Das ist eher interessant für den 4K-Schnitt und weniger für den normalen Anwender. Und hier unten könnt ihr eure Filmeinstellungen wählen. Da müsst ihr natürlich die Filmeinstellungen eurer Kamera kennen. In meinem Fall ist das 1920x1080 Pixeln bei 25 FPS, also 25 Bildern die Sekunde. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie eure Einstellungen sind, aber ihr seht hier, da ist schon eine ganze Menge, was man an Einstellungen vornehmen kann, und da sollte man tatsächlich mal gucken, was die Kamera hergibt, denn das kann ich euch leider in dem Fall nicht beantworten. Bei der Audio-Sample-Rate würde ich euch empfehlen, einfach 48.000 Kilobit auszuwählen. Das ist so die beste Einstellung für die beste Qualität. Und hier könnt ihr noch den Projektordner anlegen, in dem ihr alle importierten Mediendateien kopieren könnt. Das lasse ich einfach mal so, wie es ist, und bestätige das Ganze mit OK. Und dann sieht Magix Video Deluxe 2017 so aus. Wir haben verschiedene Bereiche. Hier unten haben wir unsere Timeline. Darüber haben wir eine Leiste mit verschiedenen Werkzeugen. Hier haben wir ein Video-Vorschaufenster. Das heißt, das, was wir schon mal geschnitten haben, können wir uns in diesem Vorschaufenster vorab, bevor wir es rendern, angucken. Und hier haben wir noch verschiedene Reiter. Das wären Import, Blenden, Titel und Effekte. Auf die Reiter werden wir in weiteren Tutorials eingehen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Timeline. Denn in die Timeline, da ziehen wir unsere Dateien hinein. Wir können Bilddateien reinziehen, wir können natürlich Videodateien reinziehen und Audiodateien. Wir ziehen jetzt zunächst einmal eine Videodatei, ganz einfach per Drag and Drop. Das heißt, wir nehmen unsere Videodatei und ziehen die mal in die Timeline rein, auf die Spur 1. Wir können jetzt hier noch auswählen, ob das Ganze in diesen Ordner kopiert werden soll oder nur importiert werden soll. In unserem Fall reicht es, das Ganze nur zu importieren. Und ihr seht schon, das Ganze wird auf Spur 1 unserer Timeline importiert. Jetzt haben wir natürlich eine Videodatei, aber diese Videodatei hat natürlich auch eine Audiospur. Hier kommen wir zum ersten Problem von Magix Video Deluxe. Das Ganze wird nicht separat angezeigt, sondern auf der gleichen Spur. Das heißt, wir haben hier die Spur 1 und ihr seht, wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, haben wir ziemlich viele Spuren, in dem Fall 32. Und ich möchte gerne immer die Audiodatei auf einer separaten Spur haben. Dazu wählen wir einfach mal mit der rechten Maustaste unsere Datei an. Dann haben wir hier verschiedene Optionen, gehen auf Audiofunktion, gehen auf Video/Audio auf separaten Spur und haben das Ganze geteilt. Das heißt, unsere Videodatei befindet sich auf der ersten Spur und unsere Audiodatei auf der zweiten Spur. So, jetzt soll ein Schnittprogramm natürlich das machen, was es hauptsächlich macht: Videos schneiden. Hier wird unser Video in einer Timeline eben angezeigt, bis zu 50 Sekunden. Und was wir anhand der Audiokurven sehen, ist, dass es immer mal wieder Momente gibt, wo nichts passiert. Beispielsweise ganz am Anfang, wo ich die Kamera anschalte, oder hier zwischen eben der Anmoderation und meiner Abmoderation, da passiert auch nichts. Und genau diese Bereiche schneidet man in der Regel raus. Das heißt, wir gehen mit dem Cursor, mit unserer linken Maustaste mal vor, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich anfange zu sprechen. Das sehen wir ganz gut eben in unserer Audiodatei. Hier fange ich an zu sprechen. Wir sehen es auch in dem Video-Vorschaufenster. Mein Mund, der öffnet sich. Diesen Bereich möchten wir zunächst einmal wegschneiden. Dazu haben wir verschiedene Werkzeuge zur Auswahl. Und nämlich hier in dieser Leiste haben wir unser Zerschneiden-Werkzeug. Das ist ganz einfach gekennzeichnet durch diese Schere. Wir sagen einmal Zerschneiden. Und hier wird schon ein kleiner Schnitt gesetzt. Wenn wir das Ganze mal anschauen, ist hier ein Schnitt. Die beiden Dateien wurden zerteilt. Und den Anfang, den können wir dann ganz einfach entfernen, indem wir ihn mit der linken Maustaste anwählen. Und dann haben wir hier ein weiteres Werkzeug, Entfernen. Das Ganze geht natürlich auch über Kurztasten. Einmal zerschneiden wäre die Kurztaste T und entfernen wäre eben die Taste Entfernen.
Gut, jetzt haben wir den Anfang entfernt. Das Ganze soll aber natürlich nicht bei 0, irgendwas Sekunden einsetzen, sondern bei 0 Sekunden. Das heißt, wir gehen mit der linken Maustaste hin und ziehen unser Video nochmal an den Anfang und schon haben wir einen sauberen Schnitt gesetzt. Das gleiche machen wir natürlich auch wieder am Ende. Wir gehen hin bis zu der Stelle, wo ich aufhöre zu reden, setzen wieder einen Schnitt auf Zerschneiden. Gehen zu der nächsten Stelle, wo ich wieder anfange zu sprechen, setzen den nächsten Schnitt und machen diesen Bereich hier weg durch die Entfernen-Taste. So, wenn wir irgendeinen Schritt gemacht haben, mit dem wir nicht zufrieden sind, können wir natürlich das Ganze rückgängig machen, und zwar mit diesem Werkzeug oder der Kurztastenkombination STRG Z. Wir machen das Ganze mal rückgängig und ihr seht, dieser Bereich wird wieder eingefügt. Oder wir können irgendwas wiederherstellen, das heißt, wir gehen auf Wiederherstellen und schon wird das Ganze wieder entfernt. Dann haben wir hier natürlich noch den Titeleditor. Auf den Titeleditor werde ich in einem separaten Tutorial eingehen. Jetzt haben wir hier noch einen Kapitelmarker, der ist für Anfänger eher uninteressant, genauso wie die Rastmarker. Die haben nämlich zu tun mit dem taktbasierten Videoschnitt. Darauf werde ich auch nochmal eingehen. Was interessant ist, ist dieses Werkzeug hier, nämlich der Objektraster. Der ist eingeschaltet. Wenn ich jetzt hier ein Objekt habe und ich habe ein zweites Objekt und ich ziehe das eine an das andere Objekt ran, dann rastet das automatisch da ein, wo es soll. Wenn ich das nicht mache, das heißt, ich habe den Objektraster nicht aktiviert, dann bewege ich mich hier frei und muss immer so ein bisschen gucken, dass ich wirklich genau da an der Kante bin. Deshalb würde ich den Objektraster am Anfang auf jeden Fall aktiviert haben, je nachdem, was ihr machen wollt, macht das Sinn oder eben auch nicht. Dann habt ihr hier noch Werkzeuge wie Gruppe bilden oder Gruppe auflösen. Jetzt haben wir hier natürlich durch unsere Audio- und Videodatei eine Gruppe. Ich sage jetzt einfach mal, diese Gruppe ist gebildet, das heißt, die sind fest zusammen. Wenn ich etwas verschiebe, verschiebt sich genauso auch die zweite Datei. Wenn ich aber sage, ich möchte das Ganze auflösen, das heißt, ich gehe hier auf Gruppe auflösen, dann kann ich separat die Audio- oder Videodatei eben verschieben. Das macht in manchen Fällen Sinn, in anderen Fällen macht es weniger Sinn. Deshalb bilde ich wieder hier eine Gruppe, indem ich beide Dateien auswähle. Und schon sind die beiden wieder zusammen, egal was ich mache. Hier haben wir noch verschiedene Mauswerkzeuge. Die sind am Anfang auch eher uninteressant. Die wichtigsten Werkzeuge sind eben das Zerschneiden, das Entfernen-Werkzeug, das Wiederherstellen, das Rückgängigmachen, der Objektraster und diese Gruppe auflösen und Gruppe bilden Werkzeuge. Das ist das alles, was wir am Anfang für den einfachen Videoschnitt brauchen. Und in weiteren Tutorials werde ich euch die nächsten Bereiche von Magix Video Deluxe erklären. So, liebe Leute, ich hoffe, das Anfänger-Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anfänger seid, schreibt diese Fragen einfach mal unten in die Videobeschreibung und ich werde diese Fragen natürlich, soweit es geht, beantworten. Es werden weitere Anfänger-Tutorials zu Magix Video Deluxe 2017 kommen. Es werden natürlich auch fortgeschrittene Tutorials kommen, je nachdem, was ich gerade machen möchte. Aber ich möchte natürlich auch allen Anfängern eine Möglichkeit bieten, eben mit dem Programm entsprechend umgehen zu können. Ansonsten, wenn euch das Video hier gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen in nördliche Richtung. Schaut gerne auch mal bei den letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.